Ja, servus zusammen, herzlich willkommen auch schon zur 7. Folge im SBC Playoff Teufeltal. Ja, wie versprochen gehen wir heute an die Revision. Und dafür gehen wir sofort hier rein. Haben wir alles letztes Mal schon vorbereitet, ganz am Schluss, und fahren an. Setzen uns doch da ins Revisionsgehänge und genießen die Fahrt, bis zur Schlüsselwursten ans Werk geht. Auch mal schnell die Zeitskalierung anmachen, dann fahrt ein bisschen schneller. Genau. Sobald man aus der Station kommt, nehmen wir es dann wieder raus. Dann würde ich sagen, ich versuche richtig anzuhalten. Passt doch. Perfekt, aber perfekt. Okay, dann machen wir auch noch einen Screenshot von hier. So, und dann könnte man jetzt hier schön die Revision machen. Währenddem da ein paar Arbeiter beschäftigt sind, sind auch an der Teuflerbahn ein paar dran. Genau, und die werden wir jetzt auch spielen. Besser gesagt, werden wir auch hier die Revision etwas vorbereiten. Vielleicht noch ganz nach vorne ziehen. Ja, geht doch schon. So, dann schränkt man die eine welche da noch ein. Schieben das Ding da in die Bahn rein. Lassen den noch ein bisschen nach vorne, damit sie nicht gleich so aneinander sind. So, ziehen den auch zu uns hin. Müsste der jetzt auch hin in die Bahn fahren? Machen wir auf Beschicken. Geht's. Okay. Falsche Weiche. Und die Weiche zum Wartungsgleis wieder aus. Fahren da kurz an. Ja, hier oben sind wir auch noch, da hat es noch einiges von Schnee. Mal die Weiche wieder ausmachen. Mal dazu schon schön an. Warum gehe ich da rein? Da passt eigentlich alles da drin. Machen wir da den Bahnhof wieder aus. Was wir noch könnten, ist diese Einstiege da. Die stehen uns ein bisschen im Weg. Die machen wir auch aus. Aber da ganz oben ist. Dafür mache ich die Netze bei der Ausfahrt aus und
Schilderung wieder weg. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir an. Steigen auch hier ein. Was ist denn jetzt los? Stehe gerade selber nicht. Aha, ja, jetzt verstehe ich warum. So. Nach dir so. Auch ganz gut funktioniert mit dem Flugmodus. Perfekt. Das hat echt eine schöne Grafik. Dafür hat die Abstandsregelung nicht gearbeitet. So. Dann würde ich sagen, haben noch einiges an Zeit. Haben wir gesehen und die auch mal in die Bahn geschoben, würde ich sagen, sehen wir uns wieder im Sommer. So, dann ist es auch schon einen knappen Monat wieder vergangen. Das Revisionsgänge haben wir auch überall rausgefahren und heute geht es jetzt noch darum, besser gesagt, die paar Tage später, die wir ja haben. Aber noch in der heutigen Folge werden wir beschicken für den Sommerbetrieb. Genau. Darum gehen wir ja da rein und machen als allererstes die Steuerspannung an. Soweit der passt da alles, machen die B-Abstände ein. Machen auf etwa 4,5 Meter. Und brauchen rückwärts zum Beschicken. Ja, stimmt. Dann Steuerspannung auch hin. Beschicken. Gleis mit der 13. Ups, Entschuldigung. Ja, das heißt, so passt schon. Dann machen wir da die Weiche und den Bahnsteig noch in die richtige Stellung. Oh, ich könnte noch... nein, nicht das. Das habe ich gerade... So. Hat ausschalten. Damit es oben schön klingelt. Ah ja, und da müssen wir auf jeden Fall einfach erst auf Start drücken. Ich sage, die Zeit soll ein bisschen später sein. So passt sie schon einigermaßen hell so. Dann gehen wir auch schon zur Teuflerbahn nach hinten. So wollte ich sagen.
Man sehen ja auch im Sommer da, jetzt ist aller Schnee schon geschmolzen. Steuerspannung angelassen. Okay. Mein Fehler. Da Steuerspannung ein. Verschicken. Falsche Weiche. Okay, dann wechseln wir die Weichen eben. Dann machen wir auch hier noch einmal auf B, wenn ich es finden würde. Da. Und da auch ein WPA. Aha. Erster Start wäre etwas. So, sieh mal, hat's genommen. Mit B abschneiden. Genau. Gehen wir auch mal nochmal hier schauen. So. Genau. So, dann warten wir jetzt da ab. Gehen wir nachher auch noch mal zur Teufelbahn schauen. Oh, hab ja schon selbst gelesen. So. Upsla. Ja. Internationale Hits in der angesagt Playlist. Geht's mal? Jetzt auf Spotify. Geht's fast. So, dann haben wir alle draußen. Schau mal. Abstandsregeln braucht's nicht halt. Doch, hat doch kurz angehalten. Okay. So, jetzt können wir anhalten, wenn ich meine Maus finden werde. Okay, machen auch hier drin aus. Schickung auf 0, Bahnhof aus und Stauspannung auch aus. Dann wollen wir noch, dass beide Stationen besetzt sind. Einstieg ein, Ausstieg ein, Drehkreuze warten wir noch. Dann machen wir auf vorwärts. Vorwärts, genau. Na, braucht keine Hilfe. Ja, sieht doch ganz schön aus. Dann gehen wir auch noch mal da schauen. So, dann warten wir da noch schnell, bis fertig geschickt ist. Aha.
Aha, ja, ich sehe mal da schön, dass es direkt gleich nicht kommt. Ich glaube, das müssen wir nicht mal rundum fahren lassen. Ja, wenn ich mich nicht täusche, sollten die eh rübergeschoben werden. Ah, na, stimmt mal. Garagieren ja eh rückwärts, dann passt's sowieso. Kommen einfach immer dieselben Sessel in den Einsatz, aber ja. Letzten drei noch. Da eine noch. Okay, dann warten wir jetzt schön, bis der aus der Abstandsregelung ist. Die Tore schon mal aufmachen. Halten an. Die Weiche aus. So, Bahnhof auch ausgeschaltet. Machen die Einstiege an, Fahrgäste auf mit. So. Finde ich, können wir heute schon wieder mal. Okay, das habe ich vergessen, das Allerwichtigste. Mach mal doch heute schon etwas früher auf. Würde ich sagen. 8 Uhr passt schon. Neutral. Die machen wir auf Automatik, passt. Gehen wir noch kurz an die Bergstation da von der Bahnhof. Balken können wir eigentlich gut drin lassen. Haben wir ja auch hier Einstiege. Nein, die mache ich nicht an, weil es ist ja unreal, wenn so Pfähle dastehen. So. Mach mal auch hier noch auf. Ups. Die Drehkreuze an. Aha, was wir jetzt bei der Teufelbahn nicht gemacht haben, was aber auch nicht schlimm ist, ist ein Cis drücken. Hier haben wir sie jetzt auf jeden Fall. So, gehen wir da rein. Machen das mal auch da beides an. So, wünschen wir allen einen schönen Skitag. Dann möchte ich euch noch kurz was sagen. Nämlich war das jetzt das letzte Mal auf Teufeltal. Welche Map genau nächstes Mal kommt, das kann ich euch noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall wird es nicht mehr auf Teufeltal sein. Vielleicht wieder mal auf Teufeltal, aber Teufeltal haben wir jetzt so gut wie beendet. Darum machen wir jetzt bald eine neue Map. Genau, ansonsten bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Map wieder. Noch einen schönen Tag und ciao, euer Yolo 0551.